So, liebe Leute, weiter geht es hier bei Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ich hänge immer noch auf der Karte Berg Kumar fest. Und ich habe in der letzten Folge irgendwie versucht, diese Herausforderung zu machen, hier auf dem Vorplatz alle Gegner auf 200 Meter Entfernung mindestens zu töten. Bis jetzt ist es nicht durchgekreuzt, auch nicht abgehakt. Ich finde aber keine Gegner mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt auch rein. Sonst dauert das noch 3 Jahre hier. Da fährt noch ein Panzer rum unten. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich sehe auch keinen Gegner mehr. Wir haben von 2 Sektoren schon die ganzen Geschütze eigentlich deaktiviert. Die da vorne sind noch aktiv. Und da könnte man zum Beispiel reinkommen, glaube ich. Da ist eine Stelle. Allerdings ist da auch ein Minenfeld. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir am besten reinkommen. Ich habe ja dummerweise irgendwo meine... Oh, da fährt ja der Panzer. Irgendwo meine Drohne innerhalb der Mission aus Versehen eingetauscht gegen irgendwas. Das heißt, ich habe meine Drohne jetzt nicht mal zur Hand. Hier gibt es, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Wir müssen auf die andere Seite. Denn die Geschütze sind hier noch aktiv, ne? Aber die können wir eigentlich ausschalten, oder? Das Problem ist jetzt einfach nur, lösen wir damit Alarm aus? Die Schüsse halten die aus. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition, ne? Könnte man nicht einfach auf den Ring schießen da unten irgendwo? Scheint gar nicht mehr so einfach zu sein. Ich bräuchte panzerbrechende Munition wahrscheinlich. Wo ist der richtige Panzer? Wo fährt der lang gerade? Hier oben. Oh, da kommt der ziemlich dicht. Tja, irgendeinen Gegner haben wir möglicherweise übersehen. Die Markierung nicht. Vom Panzer, da ist er. Der fährt immer so im Kreis hier. Tja, ins Minenfeld ist aber auch doof, ne? So richtig toll finde ich das jetzt auch nicht. Oh, komm mal hier vielleicht runter? Auch nicht wirklich. Vielleicht wären wir da hinten irgendwo durchgekommen. Tja. Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die Minen sehe. Rechtzeitig. Jetzt kommt der hier zurück, ne? Wir müssen ihn mal wegfahren lassen. Das sind wahrscheinlich die letzten Gegner, die durch das Alarm auslösen oder so. Hätte man das vielleicht, oder man muss das vielleicht machen, indem man nicht Alarm auslöst oder so, keine Ahnung. Ich habe kein C4 mehr, ne? Doch, guck mal, Leute, wir haben noch C4. Ist das, was ich probiere? Den aus über 200 Meter in die Luft zu jagen. Kommt der hier zurück? Jetzt noch das Einzige, was mir einfällt. Das
der noch dazu gehört. Können wir von hier werfen? So, wir können es hoch genug werfen. Ne, aber da liegt's. Okay. Wir lassen den mal wegfahren. Und dann müssen wir mal 200 Meter weggehen. Letzte Chance auf die Herausforderung. Also ich weiß es nicht. Wie weit ist es von hier? 100 Meter nur. Oh, was ist denn da hoch? Minimum. Oder eher in die Richtung. Die Herausforderung bringen halt die Punkte, ne? Das ist schon irgendwie wichtig, die zu machen. Jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang des Spiels, aber irgendwo braucht man die. Vielleicht 3 Jahre nicht. 70 Meter noch irgendwo. Wo ist er? Der Panzer? Da fährt er. Jetzt fährt er auch einmal im Kreis, ne? 160 Meter. Weg. Mann! Kleine Stufe will er nicht. An so einer kleinen Stufe beißt er sich hier die Zähne aus. Haben wir irgendwo eine Munitionskiste, ey? Meter. Schnell, er kommt da auch lang. Er kommt da jetzt lang, er kommt da jetzt lang, er kommt da jetzt lang. Da liegt's, okay. Na, er dreht um. Warum waren das von da hinten mehr? Muss nochmal ein Stück Abstand gewinnen. Welcher Weg ist das? Ja, sehe ich es nicht. Meter, das ist relativ sicher jetzt, okay. Ich hoffe, dass durch die Explosion nicht wieder 1000 Leute kommen. Markierung ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Da kommt er. Da liegt der Sprengstoff. Wir zünden es natürlich mit dem Fernzünder. Da schießt er jetzt nicht drauf. Ah, ist über 200 Meter, definitiv. Tango 3 to base.
Hardcore approximately. Clear. Hard copy. Investigate the area, report back. Out. Jesus. Komm wieder neu raus. Mann! Munition, ey, irgendwo Munition. Jetzt dürften ja aber auch bald keine Leute mehr übrig haben, ne? Also wir haben jetzt eigentlich fast jeden erledigt, der da irgendwie drin ist. No ammunition. May, nix. Nix da. 12 Schuss noch. Ne, wir gehen rein jetzt. Es dauert mir echt zu lange. Wir haben jetzt eine ganze Stunde an dem Ding gesessen, glaube ich, und es hat einfach nicht geklappt. Dann ist das so. Ich werde irgendwann mal so probieren. Am besten wirklich ohne Alarm auszulösen, sonst kommen da immer irgendwelche dazwischen, ne? Es ist aber auch nirgendwo einer. Und da unten könnten wir reinkommen, aber das ist ein Minengebiet. Wie kriegt man die aus, ey? Vielleicht kriegt man die in diesem Teil auch gar nicht mehr aus. In Teil 1 konnte man sie ausschalten. Auf jeden Fall, das ging. So, der ist die ganze Zeit hier eigentlich lang gefahren, ne? Also ich gehe davon aus, dass hier jetzt vielleicht keine Minen sind. Der Masi springt bei Minen nicht, ne? Ein Soldat stand eigentlich auch hier in der Ecke. Hier. Richtig wohl ist mir wirklich nicht. Die Frage ist auch, wie weit ist das von mir, ne? Bisschen Munition. Oh Gott, er springt gleich nach vorne. Die Figur. Wird schwer zu erkennen, ob das Minen sind. Die sind ausgeschaltet. Kommen wir auch irgendwo hoch? Da geht's hoch. Ja.
Sie sind bestimmt keine Minimi, sind sie, glaube ich, nur draußen. Aber who knows? Da kann man nicht hoch. Oh, ah, das ist nur Wasser. Ich wieder mal. Falsche Taste, immer noch. Muss mir einfach merken. Ich muss das merken. Ich muss mir das irgendwann mal merken. So, jetzt nochmal. Sprinten, springen. Jawohl. Jetzt geht's. Komm jetzt hier raus. Irgendwie da hoch, ne? Ach, hier geht's raus. Wir haben eigentlich so gut wie alle getötet. Mehr dürften ja gar nicht mehr am Leben sein hier. Die Frage ist, ob alle Geschütztürme aus sind, ne? So, und das haben wir zerschossen. Da ist der Panzer unten noch. Da sind welche drin. Kamera. Das ist ein Scharfschütze. Das könnte der letzte sein. Leute, das könnte jetzt der letzte sein. Puh, was hat denn der für eine Entfernung angezeigt? Das ist zu dicht, das ist zu dicht, das ist zu dicht. Komm mal wieder weg. Okay, jetzt weiß ich, wo er ist. Das ist der letzte, das ist der letzte. Das ist die Herausforderung, Leute. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab's im Gefühl. Das heißt, Leute auf dem Vorplatz. Von hier dürft ihr uns eigentlich nicht sehen, ne? Kein Sichtfeld, genau. Problem ist nur, sieht er mich nicht, sehe ich ihn nicht. Aber ich weiß jetzt, wo er ist. Auf 200 Meter. Ein Geschütz noch scharf hier? Und ein Geschütz wollte jetzt schießen auf mich.
so schwer ran, ne? Und wie soll man denn an den rankommen? In welcher Position? Und da oben. Welcher Turm ist denn das, der ich noch wissen möchte? Jetzt sind wir hier drin. Wir sind jetzt hier drin. Aber fürs nächste Mal weiß ich, dass da ein Scharfschütze ist. Ich lasse ihn mal am Leben. Vielleicht kommen wir doch hier irgendwie raus. Das sind keine 200 Meter. Warte mal, 100 Meter. Hier ist ein Sammelobjekt hinter mir, sehe ich gerade. Ich hoffe, dass Höhe mit zuzählt. Wir gehen jetzt mal hoch. Dann, das ist bestimmt der letzte für die Herausforderung. Und hier ist zu. Tür öffnen. Looks like a useful exfil point. Raven, say again. Just talking to myself. Damn it. Da liegt er, ne? Viel zu dicht. Mein Fernglas sagt mir 3 Meter, ne? Hier durch. Oh nein, auch. Ja. Okay. So also nicht. Da war denn hier? Lass dich fallen. Nein, 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 nein. Da ist geschützt doch noch. Leute, war da nicht gerade ein Sammelobjekt irgendwo oben? Renn, Dude! Gesagt, hier ist ein Sammlerweg, ne? Wo handelt ihr Wesen? Verdammte Axt.
drüben irgendwo. Lass dich fallen. Komm jetzt ran, um die zu deaktivieren. Das ist zu dicht, ne? Aber jetzt kommen wir hinter denen. Okay. Dann kommen wir auch hinter den anderen. Komm nicht ran, ich komm nicht ran. Puh. Mann, ich will den Sniper haben. 200 Meter Fernsehen, das sind 20.000 Öcken. Und ein paar Punkte. So, wir gehen jetzt hier rein. Was ist das? Ach, das sind die für 3, 2, 1, für alle. Guck mal an. Control, do you copy? Raven, Roger, 5x5. I'm at the entrance. It's locked tight. Sweep the area. Look for alternate access underground. Der ist underground, sagt er, ne? Unbedingt Munition. Eigentlich. Hier geht's runter. Geil. Ach du Grüne. Oh, 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 oh. I hope this isn't a bad idea. Nee, du willst ja jetzt da nicht runter. Er will doch jetzt hier nicht runter, oder was? Das ist der Weg nach unten, Leute, glaube ich. Na dann. Na dann. Ach du Grüne. Guck mal, er geht langsam. Langsam, 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 langsam. Sit rep. Roger, Raven. Go for control. I'm inside. Good work. Find Hellstrom. Get his key card. It's the only way to access the mainframe. Oh, geil. Was ist das für eine Untergrundstation hier? Krass. Muss mal aufpassen, dass er nicht abstürzt hier. Control. Oh, warten jetzt. Do you have eyes on this? Roger. That's a lot of computing power. Hellstrom's operation is larger than we thought. I think I see an elevator. Confirmed. That'll take you everywhere you need to go, including the mainframe once you have the access card. Krass, shit. I just spotted Hellstrom. He's on B2. That's a poor angle for a shot. I'd improve your elevation before trying. Yeah. Height will make it easier. A knife up close might be safer, though. Okay. Wir haben wieder einen Haufen Leute. Oh, nee, nicht wieder so ein Störsender, oder? Das hat nur gerade vielleicht nicht gereicht, ne? Puh.
kein Störsender. Kamera. Eieieiei. Das ist ja ein Level, ey, ist das krass. Kamera. Komm mal irgendwie ran. Because the system that enslaves us has nothing to do with capitalism. It is a fascist oligarchy. Die Frage ist, komme ich hier auch wieder hoch, wenn ich mich jetzt hier runterlasse, ja? That model is unsustainable. And it is time to bring an end. Time for true democracy. Jetzt war heikel. Jetzt war heikel. We are launching a cyber attack that will bring the world's infrastructure and financial markets to its knees. Our grids will fail, economies will collapse, governments will implode, and the result will be chaos. Haben die sich alle im Blickfeld? Die dürften eigentlich schon gar keine Verstärkung mehr haben, ey. Wir haben alle weggenatzt. Someone is shooting nearby. Lima 1-4, code red, shots fired, clear. Copy, sounding alarms, lethal force authorized. Ah ne, jetzt haut er ab, ne? Das war jetzt auch doof, glaube ich. Sierra 1 to base. We can see the hostile. Clear. Sierra 1-5 to HQ. We have visuals of Tango. Over. Mann, falsche Taste immer. Hotel 1-5 to HQ. We have visuals of Tango. Over. Roger. Fire at sight. Out. Und wo schießt denn einer? HQ, we have eyes on Tango, clear. Da drüben. Da ist einer runter. Da hat sich einer runtergelassen. Ah, nicht getötet. Rennen ein bisschen. Nur ein Stück Zeit. Das war eine Granate. Und wo schießt er? Sierra 1 to base. We can see the hostile. Clear. Roger. Fire at sight. Out. Wie soll man denn hier hochkommen? Ich kann doch nicht da mitten reinschleichen. Aber es ist so, scheinbar. Open fire!
Nein, ihr habt die Enemy nicht gelostet. Hat nicht mehr viel Schuss. Geh mit. Oh, das ist ein Heavy. Habe ich noch? Habe ich noch eine Panzerbrechende? Nope. HQ, enemy's position known. Ready to engage. Clear. Mann! Wir müssen jetzt hier raus. Und sind wir hier. Einfach mal am Eimer. Und ich brauche Munition. Vor allem für den Dicken. Papa Egg to base. We have a. Der ist gefährlich, der Digga. Was denn du? Hoch da! Was hat denn jetzt für eine Taste gedrückt? Ja, das ist seine Festung hier. Alter Schwede, ey. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht eine panzerbrechende Munition irgendwo rausbekommen. Ich muss ihm seinen Helm wegschießen. Jetzt kommt er da runter. Schnell, schnell, schnell rennen. Plündern, plündern. Irgendwo eine Panzer brechen. Das wäre cool irgendwie. Gewehrkugel, Gewehrkugel, leichte Gewehrkugel. Nachladen. Aber wir haben ein paar Scharfschützengewehrkugeln. Das heißt, wir können ihm eine auf sein Visier natzen. Wenn wir rankommen würden. Hoch hier. Visier 1. Visier 2. Gott, ey. Fragen, ne? HQ, this is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. Lima 1-4. Code red. Code red. Shots. Oh, krass, ey, den treffen wir nicht. Roger that. Alerting nearby sectors. Search from cover. Jetzt ist das Visier weg. Komm, halt still. Halt still. Kamera, 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 Kamera. Holy crap, Aroni, ey.
B2. Achso, wir müssen immer noch einen hoch. Will ja die Kameras ausschalten. Und hier ist Munition. Hier ist Munition. Yes, eine panzerbrechende Kugel. Schön. So. Schnell durchschalten. Das ist aber ein geiles Level, ey. Aber wie soll man hier im Stealth durchkommen? Das ist ja echt schwer. So. Da ist irgendwo auch schon wieder was markiert hier mit Sammelobjekt. Noch mehrere Sammelobjekte. Wir haben zwei Ziele, ne? Einmal den Computer und einmal den Typen. E3, da ist der Fahrstuhl. Es gab eine Herausforderung, den Typen aus dem Fahrstuhl heraus abzu... abzusäbeln. B0, B1, B3. Wir wollen noch aber B2. B2? Sind wir vielleicht B2? Wir fahren erstmal nach unten zum Mainframe. Machen erst das. Control. Why do we need Hellstrom's keycard? Other personnel must have access too. Achso. Affirmative. Any of the critical staff could give you access to the Server auch runter. Then why Hellstrom's card? He's paranoid about security. The main terminal requires his card and his Okay, also wir müssen erst seine Karte holen. So get the card. Roger that. B. B3, B2 gibt's nicht. Geht das nicht? Ne, wir sind B3. Wir müssen B1. Oder was? Ah, so. Oh, shit. Has Hellstrom been eliminated? Not yet. Hold on. Control. The primary target is down. Do you have his keycard? No. Papa 8 to base! Ooh. We have a hostile sniper awaiting orders for you! Aber wir haben's geschafft, aus dem Fahrstuhl raus, ne? Hold copy! Recon for location! Defensive stance! Out! Ja, lass mal gucken, wir haben's geschafft, aus dem Fahrstuhl eigentlich raus. Wenigstens eine Herausforderung. Jetzt müssen wir wieder runter, ne? Wie kommen wir denn da nicht ran? Hinten über die Treppen möglicherweise. Es gibt komischerweise keine B2-Fahrstuhl-Positionen.
Das ist irgendwie fetzt das, ey. Jetzt irgendwie wieder da hochkommen. Nur wie? B3. Da hinten ist ein Office gewesen irgendwie, ne? Wir gehen mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Hier ist der Dicke irgendwo, genau. Tja. Wie kommen wir hoch zu Mr. Larsen? Estrim. Hier geht's auch nicht hoch. Wie kommen wir nach B2? Ich sehe auch nichts zum Klettern. Das scheint ja nicht richtig zu sein. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen wirklich zu B1 hoch und dann von da irgendwie runter. Eieieiei, liebe Leute. Oh, hier war ein Loch. Geht's nirgendwo hoch, ne? Ist kein Loch in der Decke irgendwie. Mal ganz kurz auf der Seite gucken. Ist was, aber nee. Also, zurück. B1. Meine Güte. Also die Karte kostet schon ein bisschen Zeit, ne? So. Oh, Vorsicht. Hier ist B2. Da könnte man rausspringen möglicherweise, oder? Aber echt zu gefährlich gerade. Oh, da rennt nochmal ein dicker Heavy rum. Wo geht's denn hier hin? Ein paar Ziele rumzustehen hier. Oh, das ist sogar ein Scharfschütze. Einige. Wichtiger ist, wie kommen wir runter? Wie kommen wir runter eine Etage? Das ist alles ganz schön hoch. Wir klären hier, glaube ich, erstmal die Etage und gucken, ob wir irgendwo runterkommen.
Kamera, ne? Steh auf. Achso, wir können wahrscheinlich aus der Hocke einfach nicht klettern. Okay, das könnte man durchaus sogar als... What time is it? An hour later than the last time. Ask me. What's your problem? I don't have... Boah, hier oben auch nicht lang. Erstmal den Dicken weg mit der panzerbrechenden Mummel, die wir noch aufgehoben haben. Eine haben wir ja. Nein, versaut. Ist versemmelt. Die sehen mich aber alle nicht von hier, ne? Scheinbar. Sind hinter irgendwelchen Dingern versteckt. Den Dicken kriegt man ja nicht mal im Nahkampf hin. Das wird problematisch. Wir müssen ihm richtig wieder auf sein Visier semmeln einfach. Mann, falsche Waffe. Die haben mich Hotel entdeckt. We have visuals on Tango. Over. Hard copy. Take him down. Out. Ah, wir müssen ein bisschen Abstand gewinnen. Sein Sevier. Der hat gesessen. Der ist mitten durchs Visier gegangen. Ist. Ich komme hier runter immer noch. Halt. Take up defensive positions. Locate the shooter. Ich will nach unten.
denn nicht nach oben? Das ist irgendwie echt. November 5 to HQ. We have the hostile's position. Over. Copy. Take the Tango down. Out. Ja, ich kann es versuchen. Da kommen wir runter. Kommen wir hier vielleicht runter in die Ebene? Kamera, Kamera, Kamera. CL1 to base. We can see the hostile. Clear. Und wo schießen die denn? Roger. Stay in comm. Out. Und da unten, wa? Hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Eine Etage runter. Ach, falschen Strich genommen. Also. Der ist nur verletzt. Das sieht ganz gut aus, ne? Das sieht ganz gut aus. Uniform 1, Uniform 1, we lost the enemy. I repeat, we lost him. Over. Leute, ey, wir haben es immer noch nicht geschafft. Also die Karte sah so klein aus am Anfang, ne, mit den paar Missionszielen, aber wir wuseln hier schon jetzt, glaube ich, 3 Stunden allein an der letzten Aufgabe, glaube ich, rum. Und schon wieder eine Stunde um. Ich brauche wieder ein Päuschen und wir machen hier einen Cut. Hoffentlich kriegen wir das beim nächsten Mal gebacken, dass wir die Karte hier mal abschließen. Das muss ja so scheppern auf unserem Konto, wenn wir dann rausgehen. Jo, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich ein Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.